Hallo liebe Hühnerfreunde und herzlich willkommen zum Hühnertipp. Heute geht es um das Thema Grünfutter im Hühnerauslauf, Keimsprossen oder Weizengras. Ja, ich sitze hier eigentlich ganz gemütlich gerade an meinem Hühnerstall, gucke den Hühnern so ein bisschen zu beim Fressen. Aber wir brauchen jetzt meine Sitzgelegenheit und deswegen muss ich jetzt aufstehen. So, und da seht ihr jetzt, wo ich eben drauf gesessen habe. Das ist eine Bäckerkiste oder Brotkiste oder auch Stapelkorb genannt. Das ist ein genormter Kunststoffbehälter, neu und gebraucht in rauen Mengen erhältlich im Internet. Ja, und das Gute an den Dingern ist, dass die mega robust sind. Die halten wirklich Jahrzehnte. Da kann man sich raufsetzen, raufstellen und alles Mögliche mit anstellen. Und in diesem Video wollen wir unter so einer Kiste mal Weizengras anziehen. Mit dem Vorteil, dass das direkt im Auslauf dann keimt, man sich nicht drum kümmern muss, während der Aussaat, nur einmal angießen und gut ist. Der ein oder andere kennt ja noch meine Mini-Gewächshäuser, das mache ich nach wie vor im Winter. Die kennt ihr vielleicht aus Hühnertipp 1, schaut auch da gerne nochmal rein. Allerdings ist natürlich das Problem, dass man sich mit solchen Sachen hier ungeheuer das Fensterbrett vollstellt. Und jetzt legen wir los mit dem Video, denn da drin nervt schon ein Huhn tierisch ab und da halte ich es einfach nicht aus. Jetzt müssen wir starten. Sag mal, was gackerst du die ganze Zeit hier rum, wenn wir ein Video drehen? Ja? Kann ganz schön nerven. Ehrlich. Stresst ab sowas. So. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Weizen. Der soll ja später keimen und deswegen werde ich den jetzt erstmal einen Tag lang aufquellen lassen mit Wasser, denn dann geht die ganze Geschichte schneller. So, und jetzt brauchen wir ein bisschen Erde. Dazu entführe ich euch mal in den letzten Winkel meines Gartens. Hier stehen nämlich auch noch mal zwei Komposter, die ich sonst nicht so zeige. Das ist einfach hier eine total dunkle Ecke und die stehen hier auch schon mindestens 2 Jahre. Und irgendwie wollte ich die immer mal wieder auflösen. Und dann kam immer wieder der Herbst, dann hat man immer wieder Laub raufgeschmissen und Strauchschnitt, wie man leider auch sieht. Da sind ziemlich dicke Äste drin. Ja, ist aber nicht das Problem, denn die Erde ansonsten sieht ziemlich gut aus. Feinkrümelig, dunkel. Teilweise ein bisschen durchzogen mit hellem Sand. Das werde ich noch so ein bisschen durchmischen. Das kommt daher, weil ich hier auch den Sand von den Wellensittichen einfach aufgeschmissen habe, den dreckigen. Ja, ist in meinem Fall ganz gut, weil meine Erde eher fest und klumpig ist und zu Staunässe neigt. Und da ist Sand also eigentlich ganz gut. Ja, und wenn ich das Ganze jetzt hier durchsiebe, habe ich eine prima Aussaaterde. Aber das muss ich jetzt erstmal machen. Und dazu habe ich mir hier meine Schubkarre bereitgestellt mit so einem Durchwurfsieb. Das dürfte eigentlich ein bisschen feiner sein für meine Zwecke, ist aber nicht so schlimm. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Für unsere Zwecke eigentlich ideal. Voilà, das sollte reichen für unser Projekt. Dazu kommen die Weizenkörner. Beim Kauf solltet ihr natürlich darauf achten, dass das ganze Körner sind und nicht Schrot, damit die eben auch noch keimen. Ne? Ja, und jetzt müssen wir den ganzen Kram schön vermischen. Also dann mal rein damit. Ja, das mit dem Vorquellen muss ja auch nicht unbedingt sein. Aber ich denke, so geht die ganze Geschichte ein bisschen schneller. Man kann natürlich noch mehr Weizen dazugeben, aber aus Erfahrung muss ich sagen, manchmal ist weniger mehr. Ansonsten schimmelt es vielleicht auch mal, wenn die Dinger dicht an dicht keimen. Und das wollen wir ja nicht. Und außerdem steckt in dem Kompost ja auch der ein oder andere Regenwurm. Also die Hühner haben dann nicht nur Weizenkeime, sondern vielleicht auch ein paar Kleinlebewesen, die sie sich schnappen können. Dieser Kompost hier, der ist jetzt nun wirklich sehr reif. Das ist also eigentlich schon feinste Blumenerde. Wenn man da so halbreifen Kompost nimmt, das geht auch. Da hat man wesentlich mehr Käfer und Würmer drin. Und dann finden die Hühner da eben auch ein bisschen mehr Protein als hier drin. Jo, und jetzt müssen wir den ganzen Kram
in unsere Boxen verteilen. Ja, die Hühner sind schon neugierig. Ich habe jetzt hier die Bäckerkisten verkehrt rum hingelegt. Den Boden habe ich vorher so ein bisschen glatt gehakt, damit hier nicht gleich alles an der Seite unten rausfällt. Ich habe mir überlegt, es ist sinnvoll, dass man, wenn man mehrere Kisten hat, die auch wirklich zusammenstellt. Denn die Hühner, die buddeln ja ziemlich doll, wie man hier so an den Mondkratern sieht. Und dann würden die sich vielleicht hier so unten reingraben und dann fällt die Hälfte raus. Das wollen wir ja nicht. Und so wäre es theoretisch auch möglich, dass man da ein paar Quadratmeter abdeckt mit gerne auch 5 bis 10 Kisten. Die Hühner können trotzdem oben drüber spazieren. Ich habe mir das jetzt so gedacht, dass wir das Erde-Weizen-Gemisch von oben einfüllen. Das sollte ja klappen. Und wenn ein bisschen was an grobem Material hier oben hängen bleibt, ist es ja nicht weiter wild. Dann schnappen sich das die Hühner oder man fegt das weg. Jo. Dann legen wir mal los. Hier mit meiner guten Schaufel. Die habe ich ja mal in einem Eisenwarenladen gekauft. Auf Madeira. Beim nächsten Mal nehme ich mir da noch eine mit. Ein richtig cooles Ding. So, dann fülle ich das Ganze hier mal ein. Klappt eigentlich erstmal ganz gut. So, weiter geht's. Noch schön rein dann. Ja, und jetzt bin ich mal so ein richtiger Spielverderber. Jetzt spüle ich den Kram hier ein bisschen runter. An der Seite läuft es ein bisschen raus. Ist aber, denke ich mal, nicht weiter schlimm. Da bleibt immer noch genug hängen. So. Ja, und diese Idee hier ist aus der ersten Beobachtung geboren. Die Hühner, die haben natürlich gleich angefangen, hier an den Seiten neugierig zu scharren. Und mir war schon klar, dass in den nächsten Tagen diese Kisten hier untergraben werden. Deswegen, wenn man nur 1 bis 2 Kisten einsetzt, so wie ich jetzt erstmal experimentell, dann kann man ringsrum solche Brettchen legen. Ich habe die hier teilweise noch so ein bisschen fixiert. Ansonsten, wenn man hier von 10 oder 20 Stück auslegt, dann fällt das wahrscheinlich nicht mehr ins Gewicht. Ja, die Hühner können trotzdem hier noch ein bisschen rumpicken ringsrum, können hier raufhopsen, wie sie wollen. Aber die ganze Sache muss natürlich auch ein bisschen sicher sein. Macht jetzt wenig Sinn, wenn sie jetzt am ersten Tag alles leer picken. Also, so werde ich das jetzt erstmal stehen lassen. So Leute, eine Woche ist jetzt vergangen. Wir wollen mal schauen, was sich unter den Bäckerkisten so getan hat. Ja, hier ist total die Hölle los heute. Und ob die Hühner auch wirklich heute einen Weizenkeim-Snack bekommen oder ob die ganze Sache ein Flop war. Also, dann wollen wir mal schauen. Ja, wie ihr seht, da ist schon jemand zugange, bevor es überhaupt richtig losgeht. Ja, so kann man die ganze Geschichte natürlich auch machen, dass man einfach diese Kisten hier stehen lässt und gar nicht hochnimmt und am Ende dann die Weizenkörner hier keimen und das Weizengras durchwächst. Ja, und dann können die Hühner sich einfach immer wieder bedienen. Jetzt wollen wir aber mal schauen, wie es aussieht, wenn wir jetzt hier eine Kiste anheben und die Hühner dann drauf loslassen. Mal schauen, was sich darunter so verbirgt und ob die Hühner da Gefallen dran finden. Dann entferne ich mal hier erstmal das Stöckchen und mein Sicherheitsbrett. Ja, und wie man sieht, hier wächst schon das Weizengras an der Seite raus. Und dann wollen wir mal die ganze Geschichte hier öffnen. Ja, und wie man sieht, das Ganze sieht schon recht spannend aus. Also, da ist jede Menge Weizen gekeimt und die Hühner haben gleich was zu tun. So, wie man sieht, die Sache läuft richtig super. Die Hühner freuen sich über frisches Grünfutter. Die Sache mit den Bäckerkisten hat im Nachhinein richtig gut funktioniert. Also die Hühner haben den Bereich hier eine Woche lang trotzdem nutzen können, sind hier rübergelaufen, raufgehopst.
Und der Platz war also nicht verloren in der Zeit. Und trotzdem hat man hier in relativ kleinen Ausläufen immer wieder die Möglichkeit, Grünfutter anzuzüchten und die Hühner mit frischen Vitaminen zu versorgen. Und wenn man die Kisten mal nicht verwendet für diesen Zweck, dann kann man die hervorragend nehmen, um auch Brennholz zu stapeln und trocknen zu lassen oder um einfach mal einkaufen zu gehen oder den Keller aufzuräumen. Also die Dinger kann ich euch wirklich wärmstens weiterempfehlen. Und es ist Geschmackssache, in welcher Farbe man die sich anschafft. Ich habe jetzt hier zufälligerweise zwei grüne gefunden bei mir. Ja, und die gibt es aber auch in braun. Das wäre ein bisschen unauffälliger. Ja, Geschmackssache. So, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst bitte ein Abo da und einen Daumen nach oben. Das hilft meinem Kanal natürlich weiter. Und dann gibt es weiterhin Infos über meine Projekte hier auf diesem Kanal. Bleibt dran, bis dahin. Tschüss. Ah, das schmeckt, wa? Sehr gut. Mann, hier ist was los. Thank you.